So, gerade ist das Video abgebrochen, weil irgendwie die Grenze erreicht war. Ich bin hier bei den Tugenden hängen geblieben, aber da hat sich halt im Grunde auch nichts verändert. Ja, Erfahrungspunkte, Kosten, da denke ich mal, hat sich auch wenig verändert. Neue Fähigkeit 3, neue Disziplinen sind 10, neuer Pfad sind 7, Attribut gegenwärtiger Wert mal 4, Fähigkeiten mal 2, Clansdisziplin gegenwärtiger Wert mal 5. Andere Disziplinen mal 7, sekundärer Pfad mal 4, Tugenden mal 2, Menschlichkeit oder Pfad der Erleuchtung mal 2, Willenskraft, gegenwärtiger Wert. Okay. Disziplin. Leute, ich kann mit euch jetzt hier schlecht das ganze Disziplinenkapitel durchgehen, so. Ich glaube, das wäre etwas übertrieben. Ich schaue einfach hin und wieder, ob ich nicht das ein oder andere mal vorlese, so, aber ich denke, dass sich zum Beispiel hier bei Auspex, ne, geschärfte Sinne, Aura-Wahrnehmung, geistige Berührung, Telepathie und psychische Projektion nicht viel verändert hat. Und die ganzen 6-7er-Kräfte und so, die werde ich mal vollkommen geflissentlich übergehen, weil, also, das ist einfach zu kaputt, das ganze Zeug. Beherrschung dürfte eigentlich auch. Befehl, Hypnose, vergesslicher Geist, Konditionierung, Besessenheit ist auch. Gleich in Fleischformen. Formbares Antlitz, Fleischkunst, Knochenkunst, schreckliche Gestalt, Blutgestalt. Okay. Die Blutgestalt, da würde ich gerne mal kurz drüber schauen. Blut bedeutet für einen Vampir mit dieser Kraft mehr als Macht, denn er kann physisch seinen Körper oder Teile davon in Vitae umsetzen. Das Blut ist in jeder Hinsicht identisch mit der normalen Vitae des Vampirs. Er kann es benutzen, um sich und andere zu nähren. Ghule sind Blutsbande. Zu nähren, Ghule und Blutsbande zu schaffen. Wenn all dieses Blut entweder getrunken oder auf eine andere Art vernichtet wird, ist die Existenz des Vampirs natürlich beendet. Okay, das heißt, da hat sich anscheinend nichts verändert. Ja, Geschwindigkeit. Okay, also die körperlichen haben sich geändert zur alten, deswegen werde ich euch die körperlichen auf jeden Fall vorlesen müssen. Geschwindigkeit ist klar, kennen wir das System. Jeder Punkt Geschwindigkeit bringt einen zusätzlichen Würfel für jeden Wurf, an dem Geschick beteiligt ist. Zudem kann der Charakter zu Beginn einer Runde einen Blutpunkt ausgeben, um zusätzliche Aktionen zu erwerben, und zwar maximal so viele, wie er Punkte in Geschwindigkeit hat. Dieser Einsatz von Blutpunkten kann über das normale Generationsmaximum hinausgehen. Punkte, die für zusätzliche Aktionen eingesetzt wurden, erhöhen allerdings in dieser Runde nicht mehr den Würfelvorrat für Würfe, an denen Geschicklichkeit beteiligt ist. Die zusätzlichen Handlungen müssen körperliche sein. Der Vampir kann zum Beispiel keine geistigen Disziplinen wie etwa Beherrschung mehrmals pro Runde einsetzen. Okay, ist ja irgendwie logisch. Und kommen am Ende der Runde. Die reguläre Handlung des Vampirs findet dennoch zum Initiativewurf, ne, wann er dran ist, statt, aber die zusätzlichen hinten dran kennen wir ja. Normalerweise muss ein Charakter ohne Geschwindigkeit seine Würfel aufteilen, wenn er mehrfach pro Runde handeln will. Ein Charakter mit Geschwindigkeit kann ohne Abzüge zusätzliche Handlungen ausführen. Zusätzliche durch Geschwindigkeit mögliche Handlungen kann man nicht weiter teilen. Okay. Ja, okay. Gestalt, mal Auge des Tiers, Tierclown, Verschmelzung mit der Erde, Tiergestalt und Nebelgestalt. Okay. Das kennen wir ja auch. Irrsinn, Leidenschaft, Spuk, Augen des Chaos, Stimme des Wahnsinns und völliger Wahnsinn. Bei 5 Erfolgen hält es immer noch ein Jahr lang an. Nekromantie, da haben wir den Pfad des Grabes. Pfad der Asche, Pfad der Gebeine, Pfad des Nachrufs, Pfad des Leichnams, Pfad des Verfalls, Pfad der 4 Säfte. Okay, das klingt so ultra ekelhaft. Philosophisch gesehen repräsentieren die 4 Säfte verschiedene Eigenschaften, die durch 2 Achsen geteilt werden: heiß und kalt, feucht und trocken. Blut ist heiß und feucht, Schleim ist kalt und feucht. Gelbe Galle ist heiß und trocken, schwarze Galle ist kalt und trocken. Wenn ein Mensch nicht ganz auf der Höhe oder krank ist, sagt man, seine Säfte seien nicht mehr im Gleichgewicht. Und ein Philosoph oder Arzt kann versuchen, ihn zu heilen. Okay, aber der Pfad der 4 Säfte, das klang so ekelhaft gerade. Der gläserne Pfad. Also, das sind richtig viele Pfade für die Nekromantie. Also, echt
cool, was man hier alles machen kann. Denn im Grundbuch war das doch damals relativ wenig. Und dann kommen hier die nekromantischen Rituale der ersten Stufe und so weiter, der dritten, vierten, ja, und der fünften. Präsenz. Da haben wir immer noch die Ehrfurcht, der Blick der Furcht, Entzücken, Herbeirufen und Majesty. Quietus. Totenstille, Berührung des Skorpions. Da muss man gerade kurz im System gucken. Für den erfolgreichen Einsatz dieser Kraft ist es notwendig, dass das Kainskind mindestens einen Blutpunkt einsetzt und einen Willenskraftwurf schafft. Schwierigkeit 6. Gelingt der Wurf und trifft der Vampir, wobei er nicht unbedingt Schaden verursachen muss, verliert das Opfer einen Punkt Widerstandsfähigkeit pro eingesetzten Blutpunkt. Vampire, die versuchen, das Blut des Kainskinds zu trinken, das Berührung des Skorpions einsetzt, gelten automatisch als getroffen. Das Opfer kann sich gegen das Gift mit einem Wurf auf Widerstandsfähigkeit plus Sehnenstärke, Schwierigkeit 6, wehren. Die erzielten Erfolge minimieren die des Vampirs zur Schädigung des Ziels. Okay. Die Maximalzahl von Blutpunkten, die ein Kainskind jeweils umsetzen kann, entspricht seiner Widerstandsfähigkeit. Die Anzahl der Erfolge legt fest, wie lange die Widerstandsfähigkeit verloren ist. Ein Erfolg, eine Runde, zwei Erfolge, eine Stunde, drei Erfolge, ein Tag, vier Erfolge, ein Monat, fünf, dauerhaft. Allerdings kann man mit Erfahrungspunkten Widerstandsfähigkeit zurückkaufen. Heilige Scheiße. Also das ist ja richtig übel. Boah, Aschermiten sind so ein kaputter Kack-Clan, das ist so gestört. Lautlos töten, schnell töten, unsichtbar töten. Das ist einfach gut, wenn man den Krieger, die Kriegerkaste spielt. Ein Visier ist natürlich nicht so drauf. Und wie heißen die anderen nochmal? Hexer? Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Sorry. Schattenspiele. Schattenspiele, Leichentuch der Nacht, Arme der Hölle, Schwarzmetamorphose, Schattenkörper. Ich muss sagen, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob das die Ursprungsdinger sind. Chimären, Trugbild, Fata Morgana, Erscheinung, Dauerhaftigkeit und fürchterliche Realität. Klingt genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Sehnenstärke. Auch hier, der Wert eines Charakters bei Sehnenstärke addiert sich zu seiner Widerstandsfähigkeit, wenn es darum geht, Wunden, Schlag und tödlichen Schaden zu absorbieren. Sie verleiht ihrem Besitzer auch die Fähigkeit, schwer heilbaren Schaden zu widerstehen. Kainskinder können normalerweise Dinge wie Vampirbisse, Werwolfklauen, magische Effekte, Feuer, Sonnenlicht oder schwere körperliche Traumata nicht absorbieren. Okay. Serpentis, die Augen der Schlange, Schlangenzunge, Natternhaut, Kobragestalt, Herz der Finsternis. Klingt auch so, wie man es kennt. Ja, und bei Stärke ist es natürlich das Gleiche. Wie wir es, glaube ich, kennen. Fleisch und Blut mögen ihre Grenzen haben, aber untote Sehnen und Vitae halten ein bisschen länger durch, wenn es um Kraftakte geht. Vampire, die in der Abstammung nah an keinen sind, sind manchmal in der Lage, auf Stärke basierende Handlungen zu begehen, die selbst unter Vampiren Ehrfurcht auslösen. Die Meisterschaft von Stärke ist ebenso sehr ein Produkt aus Blut und Willen wie aus Muskeln und Knochen. Sie verleiht einem Vampir die Fähigkeit, weit mehr zu tun. Ach so, sorry, jetzt habe ich das vorgelesen, was bei Stärke 6 steht. Ich wollte eigentlich das lesen. Okay, sorry. Jeder Punkt Stärke, den der Vampir hat, bringt einen zusätzlichen Würfel bei Körperkraftwürfen. Außerdem kann der Spieler einen Blutpunkt einsetzen und in dieser Runde seine Stärkewürfel in automatische Erfolge bei Körperkraftwürfen umwandeln. Im Nahkampf und im Handgemenge zählen Erfolge durch Stärke, entweder erwürfelt oder automatisch, zum Schadenswurf. Aber auch für Stärke muss jetzt Blut eingesetzt werden. Kommen wir zum fetten Paket der Thaumaturgie. Ich wette, da gibt es unglaublich viele thaumaturgische Pfade. Pfad des Blutes. Die Elementarherrschaft. Der grüne Pfad. Hände der Vernichtung. Lockruf der Flammen. Neptuns Macht. Bewegung durch den Geist. Pfad der Verführung. Der Pfad des Mars. Ach, da fühle ich mich direkt an 40K erinnert und die. Das Adeptus Mechanicus. Pfad der Technomantie. Oh, Adeptus Mechanicus. Der Pfad der Rache des Vaters. Okay. Dann kommen thaumaturgische Gegenzauber, Wetterkontrolle und die Rituale. Und die Rituale. Und die Rituale. Tierhaftigkeit. Oh, Leute, da bin ich jetzt sehr gespannt. Also, wildes Flüstern kennen wir. Lockruf kennen wir. Die der Ruhe, ungeteilter Geist kennen wir. Jetzt kommen wir zu 5. Austreibung des Tieres und das war in 3 einfach so scheiße. Ich bin super gespannt, was hier steht. Also, System. Um diese Kraft zu verwenden, muss der Vampir sich in
oder kurz vor der Raserei befinden. Und einen Wurf auf Manipulation plus Selbstbeherrschung slash Instinkt, Schwierigkeit 8 machen. Der Spieler muss sein gewünschtes Ziel vor dem Wurf bekannt geben. Es muss sich in Sichtweite befinden. Ergebnisse siehe unterstehende Tabelle. Ein Erfolg, der Charakter überträgt das Tier auf eine zufällige bestimmte Person. Zwei Erfolge, die Anstrengung betäubt den Charakter und er kann in der nächsten Runde nicht handeln, überträgt aber das Tier und drei oder mehr Erfolge, der Charakter hat Erfolg. Misslingt der Versuch, steigt die Intensität der Raserei noch, denn wenn sich der Charakter in der Erwartung entspannt, sich von den wilden Bedürfnissen des Tiers befreit zu haben, ergreift dieses die Gelegenheit, tiefer zu schürfen. Diese Raserei wird in diesem Fall doppelt so lange dauern und doppelt so schwer abzuschütteln sein. Sie wird auch um vieles intensiver sein als normal. Ein Patzer bei diesem Wurf ist noch fürchterlicher. Die verstärkte Raserei ist so extrem, dass nicht einmal der Einsatz von Willenskraftpunkten ihre Dauer oder Auswirkungen sinnvoll beschränken wird. Der Charakter ist ein hilfloses Opfer der schrecklichen Wut des Tiers in ihm. Wenn der Charakter sich aus der Gegenwart des Ziels zurückzieht, ehe die Raserei verebbt, wird er sein Tier verlieren. Vielleicht gar für immer. Zwar ist der Charakter nun gefeit gegen Raserei, doch er kann keine Willenskraft einsetzen oder wiedererlangen und wird zunehmend lethargisch. Um das Tier wieder zu erlangen, muss er die Person finden, die es jetzt besitzt, der es wahrscheinlich nicht gut geht, und das Tier wieder einfangen. Er muss sich so benehmen, dass das Tier zurückkehren will, was das Tier leider nicht immer will. Alternativ dazu kann der Charakter den Wirt auch töten, was das Tier sofort zurückholt. Aber das kostet mindestens einen Menschlichkeitspunkt. Okay, es bleibt weiterhin genauso behindert und scheiße wie vorher auch. Es ist so eine Dreckskraft. Sorry, ich finde es so schlecht. So schlecht einfach nur. Es ist wirklich einfach richtig schlecht. Naja, okay. Geschmackssache wahrscheinlich. Verdunklung. Schattenmantel. Unsichtbare Gegenwart. Es sind keine Würfe nötig, solange der Charakter die obigen Voraussetzungen erfüllt. Solange er reg und lautlos bleibt, kann er nur jemanden, der einen höheren Ausblickswert hat als der Verdunklungswert des Charakters, ihn sehen. Okay, das ist wieder dieses Stillstehen. Unsichtbare Gegenwart ist, dass man ganz leicht wahrscheinlich rumschleichen kann. Genau, Maske der Tausend Sicher kennen wir auch. Verschwinden von dem geistigen Auge kennen wir auch. Und der Schutzmantel für die Versammelten kennen wir auch. Okay, also das heißt, ein paar Sachen haben sich vor allem bei den Körperlichen geändert. Ansonsten nicht viel. Ja, kommen wir zu den typischen Regeln. Aber ich glaube, wenn man das so überblickt. Also, ich gehe jetzt einmal ganz kurz hin, aber ich, ja, 3 Punkte Wahrnehmung bedeutet 3 Punkte und dann hat man 3 Würfel und eine entsprechende Schwierigkeit muss erwürfelt werden. Ja, es hat sich da nicht viel verändert. Jetzt muss ich nur mal gucken, was sind Erfolge? Oder ab welcher Zahl? Okay, 6 ist weiterhin Standard, nicht wie bei der New World of Darkness. Sie haben es also sozusagen gelassen wie bei der Old World of Darkness. Okay. Also Patzer. Also Einsen heben wieder Erfolge auf. Und wer mehr Einsen als Erfolge hat, hat einen Patzer. Okay, das ist ja genauso. Ja, wir haben es bei uns ja auch immer so gemacht, dass eine 10 ein automatischer Erfolg ist, der zumindest nicht negiert werden kann von einer 1. Dafür gibt es halt diese Spezialisierungsboni und so ein Kram irgendwie nicht. Und ja. Okay, ja. Beispiele für verschiedene Würfe. So, dramatische Systeme, körperliche Aufgaben. Okay, hier haben wir jetzt verschiedene Fahrzeuge, natürlich einen modernen Panzer, darf nicht fehlen. What the fuck, einfach nur. Kraftakt-Tabelle. LKW werfen. Würfelvorrat 15 Stück. 15, und dann kannst du einen LKW werfen. Alles klar. Oder 2700 Kilo anheben. Alles klar, okay. Cool. Ah, das Bild kenne ich auch noch aus dem Grundbuch. Gesellschaftliche Aufgaben. Auftritt. Einschüchtern. Glaubwürdigkeit. Rhetorik. Schnell reden, Verführung, zum Verhör. Cool, dass das hier steht nochmal. Oder es ist was Neues. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man da nochmal so ein bisschen gucken kann, was sind es so für Optionen, vor allem für Neulinge, die Vampire noch nicht kennen. Der Einsatz von Willenskraft, Blutvorrat, wie man das benutzen kann. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch
Gesundheitsstufen heilen, körperliches Attribut pushen, Disziplin aktivieren. Okay, ja, genau. Ja, auch hier wieder, wie viele Blutspunkte hat irgendwie ein Mensch? 10 Stück. Ein Vampir hat 10 oder mehr, je nachdem, welche Generation er hat. Ja, verschiedene Kampfsysteme, wie das abläuft mit dem Absorbieren und so. Kampfmanöver, offensiv, defensiv. Ja, alles, was man braucht, relativ fein säuberlich hier erklärt. Ich glaube, das überspringe ich jetzt mal ein bisschen schneller. Blutsbandbeschreibung ist natürlich auch wichtig. Ah, die Volderie ist hier schon drin beschrieben. Vikulum-Werte, ziemlich cool. Geistesstörung, ich weiß nicht, ob sie da mehr eingebracht haben. Ne, sind wieder relativ wenige sogar. Schade. Hätte man noch ein paar aus dem Alcaverna-Handbuch noch dazu packen können. Was bedeutet Diablerie? Raserei, Rückschreck, Feuer, Golconda, Gift und Drogen. Hier ein Spielbeispiel auf ja, 3 Seiten ungefähr. Hier kommt die Menschlichkeit, die beschrieben wird, und die Hierarchie der Sünden der Menschlichkeit. Und dann nach und nach die entsprechenden Pfade. Ja, vom Pfad des Blutes über den Pfad Kain, wie man es halt so kennt. Ich glaube, da wird sich wahrscheinlich auch wenig geändert haben, weil das waren ja schon relativ komplexe und gut durchdachte Dinge. Ja, wie man erzählt. Okay, das werde ich jetzt mal. Ich werde mal so ein bisschen so durchgehen. Erschaffen von Geschichten. Tipps für den Erzähler, Szenenwechsel, Traumsequenzen, noch Auswirkungen des Durstes. Die anderen, ich glaube, das ist wiederum extrem interessant. Kurz nochmal die Deopold-Gesellschaft und Inquisitoren angesprochen. Wahrer Glaube, die US-Regierung, das Arcanum, Kriminelle, Werwölfe, Magi, Feen, oh, Feen, aber wie überflüssig. Geister, Dämonen. Ah, das ist natürlich interessant. Das Bestiarium. Auch nur recht kurz. Blutlinien. Leute. Die Bali. Super unnötig, aber cool. Ja, wer es will. Daimonien, Präsenz, Verdunklung, klar. Die tatsächlich Angst vor Kreuzen haben. Yay! Blutsbrüder. Wunderschön. Ah, hier. Er hat die Augen an der Seite von ihm. Sehr schön. Nummer 3, Nummer 6. Kalgüle dürfen natürlich nicht fehlen in einem Gildehaus. Kiasit. Fuck, ey, die sind so scheiße, elfenmäßig aus. Geht mir auf den Keks. Naja. Nagaria. Nagaraya. Sorry. Nagaraya. Dieser Lubri. Echt cool. Samdi. Sendboten des Todes. Ach, die Töchter mal wieder. True Brucher. Ach, die wahren Brucher. Ja. Ahrimanen. Ich weiß sogar gar nicht genau, was das ist. Ach, Sabbat Gengold. Zeug, irgendwas. Anda. Okay. Auch irgendwas Gengold-mäßiges. Ach, die Kappadokianer. Kinder des Osiris. Also ernsthaft, was ist das für eine Zeichnung? Sieht aus, würde man den gerne knuddeln wollen, irgendwie. Lamien. Ist das nicht diese keltischen? Gut, ist jetzt zu so kompliziert. Keine Lust, das nachzugucken. Ah, ne, hier sind sie. Lianan. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber man er kann es auf jeden Fall kennen und am Namen. Noyaden, okay. Ja, Variation des Blutes, also ne, Sabbat am Tetribu und Land Gangrel und Stadt Gangrel und diese ganzen Antitribu-Sachen werden hier nochmal angesprochen. Dann nochmal, ach genau, die Assamiten Hexer, hast du recht, die Visiere, die Gangrel-Meerleute, bei den Jüngern des Seths, die Deiter oder Kriegersethiten und so weiter, gibt es noch ein bisschen Informationen für jeden Clan hier. Koldunen bei den Chimisgewehren beschrieben. Ah, chinesische Salubri, die Wusao. Okay. Ja, und dann kommen wir zu diesen Disziplinen der jeweiligen. Ne, die Assamitenhexerei wird hier beschrieben. Dann Bardo von den Kelten.
genanntes Osiris, Daimonion. Da steht Zwiebel. Fliegen, koldunische Hexerei, die beschrieben ist. Melpomene, Mithkerasia, also mit Terceria, okay, Entschuldigung. Warte, heißt das nicht mit Karatia oder sowas? Ist ja auch egal, okay. Ogham, Sanguinius natürlich, Spiritus. Das ist der Clan, der immer besoffen. Nee. Warte mal, von wem ist das denn? Warte. Hier steht hier nicht. Okay, ist ja auch egal. Temporis, Zeitgefühl, Zeitschleife, erbleiender Augenblick, Geduld der Norm. Okay, ich glaube, das muss bestimmt super funktionieren. Thanatosis haben wir noch hier. Valeren ist ja natürlich klar, dass man das haben muss. Ja, und dann kommen wir hier hinten zu den Vorzügen und Schwächen. Und da habe ich schon im englischen Buch gesehen, fast alle hier, richtig viele hier mit hier. Wie man sehen kann. Das ist ein bisschen mehr als im normalen Grundbuch. Aber so klassische Sachen wie abgestoßen durch Knoblauch, kein Spiegelbild, Herr der Fliegen und so weiter und so fort. Hier werden nochmal Ghule beschrieben und wie man sie erschafft, was super hier die Regel, was super sinnvoll ist. Auch die Erfahrungspunktkosten für Ghule. Regeln zum Thema hier Wiedergänger und so, was mit den Clanschwächen Disziplinen angeht, Kriegsghule. Ein Wurscht. Laufen Sie weg, ist der erste Punkt, der hier steht. Ja, man will ja auch nicht wissen. Körperkraft 8. Ja, genau. Sehstärke 4, Stärke 6. Alles klar. Kein Problem. Wie viele Gesundheitsstufen? Tschüss. Nee, steht ja nicht, aber es ist ja trotzdem gut zu wissen. Sabbat, Rite, Feuertanz, Erschaffungsriten, so alles hier drinne, damit man auch schon direkt in den Sabbat einsteigen kann. Nur nochmal der Glossar und ja Leute, so sieht das Charakterblatt aus. Exakt so wie man es kennt. Gut, der Blutvorrat ist hier sogar bis 20 machbar. Man kann sogar eintragen, wie viel Blutpunkte pro Runde man ausgeben kann da unten, was wirklich, wirklich, wirklich nützlich ist. Ansonsten hat sich im Grunde nichts verändert, außer dass man hier unten noch jeweils extra noch irgendwas eintragen kann als zusätzliche Geschichte. Wie immer sind die Sachen, die schon jeder fest mindestens hat, auf 1 immer. Ja. Na hier, unterteilt in Vorzüge und hier kannst du Schwächen eintragen. Auf jeden Fall Platz genug, um ein paar aufzuschreiben, plus deren Kosten, sehr sinnvoll. Disziplin hast du auch genügend Dinger, wobei ich sagen muss, für die Hintergründe hätte man noch mehr Platz schaffen können, weil bei so vielen Hintergründen, das ist manchmal ein bisschen zu wenig, finde ich. Ach, Magiegespür, das ist auch noch neu hier, das kenne ich auch noch nicht als Talent. Und wie gesagt, Technologie. Ansonsten, glaube ich, hat sich da nicht viel verändert. Ja, deine Clanschwäche kannst du hier aufschreiben, deine Erfahrung. Ja, Leute. Das ist, wow, die Jubiläumsausgabe von Vampire die Maskerade, der deutschen Version. Und Leute, es ist ein richtig, richtig fettes Buch. Es ist super dick, aber mit diesem ganzen Inhalt, da könnt ihr Jahrzehnte Rollenspiel machen. Und richtig, richtig geile Sachen. Vampire ist ein ultra geiles Spiel. Und ich bin ein absoluter Fanboy von Maskerade. Requiem hat mich nie gecatcht, auch wenn es seinen Charme hat, aber es hat mich trotzdem nicht gecatcht. Und dass jetzt endlich Leute wieder in den Genuss kommen können, das zu spielen, finde ich richtig gut. Und dass sie dafür so, dass so ein bisschen das Publika gemacht worden ist. So. Also ich habe mega Bock, wieder Vampire zu spielen, aber auch zu leiten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, dass so lange ist, aber irgendwie hatte ich einfach Bock zu labern. Und ja, danke fürs Zuhören. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich kann gerne was nachgucken. Vielleicht mache ich noch andere Videos, wenn ich genauer auf Sachen eingehe oder mal gucke. Weiß ich noch nicht, ob ich das dann spoiler oder so. Ja, schauen wir mal. Und ja, das war's. Gute Nacht.